Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Reden wir heute mal über das Thema Friendzone oder Freundschaftszone oder besser gesagt, was du tun kannst, wenn du in der Freundschaftszone gelandet bist oder was du tun kannst, wenn du immer wieder in der Freundschaftszone landest. Ich will dir erklären, warum man da reinkommt und wie man wieder rauskommt. Schauen wir uns zuerst mal an, warum man da reinkommt. Und das ist sehr leicht erklärt. Wenn du in der Freundschaftszone landest, immer wieder bei Frauen, dann zeigt dir das, dass bei dir in deinem Flirt, in deiner Kommunikation mit Frauen einfach Intention fehlt. Ja, Intention fehlt da. Was ist Intention? Ebenfalls ganz einfach. Intention bedeutet einfach, dass die Frau spürt, was genau du wirklich von ihr willst. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zu McDonald's gehe und einen Cheeseburger bestelle, dann ist meine Intention, ich möchte einen Cheeseburger haben. Dann gehe ich zu dem Typen am Tresen und sage ihm, hey, Mr. Thomas, irgendwas, der hier bei McDonald's arbeitet, ich möchte einen Cheeseburger. Und dann ist diesem Menschen meine Intention klar, denn meine Intention ist, ich möchte einen Cheeseburger. Wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Frau stehst, aber, und deswegen kommen Leute oft in die Freundschaftszone, du sagst dann zu ihr, nein, ich will gar nichts von dir, ich bin nicht so wie die anderen Typen, ja, wir können auch gern einfach nur Freunde sein. In dem Moment stehst du nicht zu deiner Intention, in dem Moment hast du zu wenig Intention in deiner Kommunikation mit Frauen und landest dann in der Freundschaftsschiene. Das heißt, wenn du in der Freundschaftsschiene landest, dann liegt das immer daran, dass du nicht klar genug mit Frauen kommunizierst. Du sagst der Frau nicht klar, hey, ich will dich, hey, ich begehre dich, hey, ich möchte mehr mit dir als nur Freundschaft. Oder du sagst es den Frauen manchmal, aber erlebst dann, dass die Frauen sagen, hey, das möchte ich nicht. Und dann verlierst du diese Frauen und diesen Schmerz möchtest du nicht weiterhin in deinem Leben haben. Dabei musst du dir klar machen, wenn du Frauen komplett haben willst, wenn du Frauen mit Frauen zusammen sein willst, wenn du mit Frauen großartigen Sex haben willst, dann musst du Frauen polarisieren. Das heißt, dann musst du Frauen haben, die sagen, nein, mit diesem Typen möchte ich nichts haben. Und dann wirst du auch Frauen bekommen, die sagen, ja, mit diesem Typen möchte ich etwas haben. Ja, das ist genauso wie manche Leute sagen werden, hey, das ist der komplette Arsch, den mag ich überhaupt nicht. Und andere werden sagen, hey, der ist richtig, richtig cool, den mag ich richtig gerne. Und was die meisten Männer machen, sie bewegen sich hier in der Mitte, wo sie sagen, oh, ich möchte mit niemandem anecken, ich möchte die Frau auch nicht verlieren, ich möchte auch nicht das Risiko eingehen, deswegen gehe ich über den Freundschaftsweg oder versuche so durch das Freundschaftshintertürchen, aber verstecke auf jeden Fall meine Intention. Die Frau darf auf keinen Fall erfahren, was ich genau von ihr will. Und das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Du kannst nicht in die Freundschaftszone kommen, wenn du der Frau gegenüber immer ganz klar deine Intention ausdrückst. Wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße sehe, dann gehe ich zu ihr hin und entweder sage ich ihr, hey, ganz kurz, du gefällst mir, ich will dich kennenlernen, oder es wird während des Gesprächs anhand meiner Tonalität, meines Flirts klar, oder es wird spätestens dann klar, wenn ich zu ihr sage, hey, du gefällst mir, lass uns mal was machen, lass uns mal Nummern tauschen. Aber die Frau weiß auf jeden Fall, wenn sie mit mir aus einem Gespräch kommt, okay, dieser Mann interessiert sich für mich, das ist nicht rein platonisch, das ist nicht, ich will mal gucken, ob wir gute Lernpartner werden oder was auch immer für einen Blödsinn man da so machen kann. Nein, es ist auf jeden Fall etwas Sexuelles, es ist etwas zwischen Mann und Frau und das muss klar werden. Aber dem muss dann auch klar sein, wenn du das so machst, kommst du zwar nicht mehr in die Freundschaftsschiene, aber du wirst auch einige Frauen verlieren, du wirst auch einige Ablehnungen erfahren müssen. Oft ist es so, dass die Männer Angst haben, Frauen direkt anzuflirten, weil sie Angst vor der Ablehnung haben. Und wenn du Angst vor der Ablehnung hast, wirst du immer wieder in der Freundschaftszone landen. Und die Ablehnungen gehören nun mal zum Spiel dazu. Ja? Die gehören zum Leben, also zum Flirten dazu, wie negative Emotionen zum Leben dazugehören. Ja? Du kannst auch nicht nur positive Emotionen in deinem Leben haben. Genauso wenig kannst du nur Frauen haben, die auf dich stehen. Es wird immer auch das Gegenteil geben. Frauen, die nicht auf dich stehen. Negative Emotionen, das wird es immer geben. Also sei damit cool und drück einfach ganz klar in Zukunft deine Intentionen Frauen gegenüber aus. Und ich weiß, am Anfang ist das vielleicht schwer, wenn du es nicht gewohnt bist, aber mach es. Üb es, mit der Zeit wird es eine Gewohnheit und dann ist es das Einfachste der Welt. So, jetzt lass uns mal schauen, was du machen kannst, wenn du bereits in der Freundschaftszone bist. So, nehmen wir mal an, du bist mit einer Frau befreundet und ihr seid einem halben Jahr oder einem Jahr befreundet oder was auch immer für ein Zeitraum, das ist jetzt hier an der Stelle nicht so wichtig und du merkst, okay, ich will das nicht mehr, ich will mehr. Dann musst du genau das tun, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich du musst dich entscheiden, riskiere ich bei dieser Frau, dass ich sie eventuell komplett verliere oder belasse ich es erstmal dabei bei dieser Frau, halte sie einfach als Freundin und mache das dann bei zukünftigen Frauen richtig, ja?
Denn wenn du jetzt die Frau haben willst, du bist bereits in der Freundschaftszone, dann musst du halt genau das machen. Du musst deine Intention ausdrücken. Ja? Das heißt, du musst langsam damit anfangen, mehr Körperkontakt aufzubauen. Langsam damit anfangen, mehr zu flirten. Und wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert, schau die Videos auf meinem Channel oder komm zu mir ins Coaching. Dann musst du halt langsam anfangen und dann wird das mit der Zeit so sein, dass sie merkt, okay, der flirtet mit mir, der will mehr von mir, dann wird sie sich darauf ansprechen und du wirst ihr halt sagen, ja, so ist es so, du gefällst mir. Ja? Ich will nicht nur die Freundschaft. Und dann kann es halt sein, und das ist die erste Herausforderung, der du dich stellen musst, dann kann es halt sein, dass sie sagt, nein, unter den Umständen habe ich kein Interesse. Und dann verlierst du sie. Und da haben wir ja gerade in Schritt Nummer 1 drüber gesprochen. Du musst bereit sein zu polarisieren, du musst bereit sein, die Frau auch zu verlieren, wenn du sie bekommen möchtest. Oder du sagst dir, okay, ich mache es bei zukünftigen Frauen richtig, aber ich riskiere jetzt bei dieser einen nicht die Freundschaft, sondern belasse es einfach bei der Freundschaft und mache es dann einfach bei zukünftigen Frauen anders. So kannst du es natürlich auch machen. Nur musst du dir halt überlegen, ob das überhaupt für dich funktioniert, weil wenn du jetzt eine beste Freundin hast, wo du dir jedes Mal, wenn du die triffst, denkst, oh nein, ich will einfach nur mit der schlafen, ich will einfach nur, dass es meine Freundin ist, dann kann das natürlich auch freundschaftlich gar nicht so richtig funktionieren. Ja, dann begehrst du jedes Mal, wenn du sie siehst, irgendetwas, was du nicht bekommen kannst und das macht dann ja auch keinen Sinn. Deswegen triff eine Entscheidung, mach deine Intention klar oder entscheide dich dafür, ich behalte diese Frau als Freundin und mache es dann in Zukunft richtig. Also Grundmessage, wenn du keine Intention ausdrückst, wirst du in der Freundschaftszone landen. Wenn du Intention ausdrückst, dann kannst du nicht mehr in der Freundschaftszone landen, dann wirst du die Frauen polarisieren. Manche Frauen werden dich lieben, manche Frauen werden dich abweisen. Das gehört dazu. So sieht es aus. Das ist die Wahrheit. So ist es beim Flirten. Das wird auch immer so sein. Damit musst du dich abfinden und dann kannst du großen Erfolg mit Frauen haben und für immer raus aus der Freundschaftszone sein. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu diesem Thema oder andere Videovorschläge, ich mache jetzt jeden Tag in diesem Monat ein Video, schreib es mir in die Kommentare. Geil, dass du dabei warst. Oben links, beziehungsweise am Pfeil neben mir, kannst du den Channel abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst und immer vor allen anderen benachrichtigt wirst. Unten kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze fürs neue Jahr bewerben und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da mal vorbei. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.